Wer bist du? Mein Name ist Gornatut. Und was machst? Ich befasse mich mit der Ausbildung der Templer. Und wie läuft die Ausbildung? Nicht schlecht. Und das auch ungeachtet dessen, dass sich Balparvels dauerhaft in der Stadt aufhält, aber die Mehrheit derer, die sie können, dennoch freuen. Ich will mich euch anschließen. Ja, Junge. Frech genug bist du schon. Denkst du etwa, wir nehmen jeden auf, der da verbringt doch. Das kann ja nicht ewig so. Genau, also sie sagen zwar schon Hallo, aber das war's auch schon. Scheiße, die sind alle nur am Pennen. Mann, ehrlich, ey. Das sind doch alles nur Gerüchte. Gut, dann müssen wir hier hochgehen. Einige. Gibt's auch noch ein paar Leute. Wird schon irgendwie klappen. Genau, hier war nämlich dieser Tritt Talat. Mehr. Das hätte ich dir vorher sagen Hier gibt können. Es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm drei Rollen so Sumpfkraut. Einiges. Du kannst... Falt. Danke. So, wir können auch mit ihm handeln. Ich will handeln. Was willst du? Und der Gute hat das sehr, sehr viele Tränke dabei. Das ist richtig klasse. Das hat er vorher nämlich nicht gehabt. Schade, man sieht nichts, ne? Das gibt doch Obwohl, doch. Mehr. Aus der Perspektive, da geht was. Ach du Scheiße! Mist. Man muss eben aufpassen, was man so Ach nee, erzählt. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt die Strafe dafür, weil ich spannen wollte. Glaubst du wirklich? Da ist noch ein Sektler. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Balor, Schüler von Baltion. Genau, das habe ich auch gesagt. Aha. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann im Lager ist. Man erzählt sich ja so. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Gut, also hier ist noch ein Bett. Das darf der Held benutzen, ohne Probleme. Das stört keinen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Und da ist dieser Baltion. Bist du der Neue, der unserer Bruderschaft beitreten will? Du sprichst mit mir, wenn ich nicht so weit ich bin. Was kann ich? Es wird, wie du zu dem Mann sagst. Es heißt, ich möchte. Willst du? Du bist. Wirst du? Wenn du. Weißt du? Fälle diese Kombi. Gut, also wir haben jetzt auch von ihm eine Aufgabe bekommen. Einige. Und zwar betrifft es das magische Elixier. Da müssen wir irgendwo in Korinis für Baltion ein magisches Elixier beschaffen. Ja, und das war früher in den vorherigen Returning-Versionen ein bisschen tricky, diese Quest, auch in Verbindung mit Constantino. Da gab es unglaublich viele Bugs und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier alles ein bisschen angenehmer. Verbessert worden. Warum erfahre ich das jetzt? Wen haben wir vergessen? Gut, wir warten eben noch die paar Ingame-Minuten. Die müssen jetzt gleich hier rauskommen. Er muss das ja besser wissen. Solange können wir uns ein bisschen heilen. Wir müssen noch mit zwei Baal sprechen. Da gibt es auch noch zwei Quests. Ja, sieht gut aus. Noch 200 Erfahrung. Gehen wir halt so lange ein bisschen leveln. Wenn es nicht anders geht.
Die werden aber gleich kommen, da bin ich mir sicher. Jetzt komm schon. Wunderbar. Wie spät haben wir es? 8.05 Uhr. Ja. Da kommen sie. Warte mal. Seit der Gründung des Lagers. Was machst du hier? Wir sammeln das Sumpfkraut. Ich will mich eurem Lager anschließen. Du willst bei uns mitmachen? Du hast sicher schon bemerkt, du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Erschien vor langer Zeit und gab. Warte mal, du müsstest mir einen. Was soll ich für dich erledigen? Sei so gut. Bring Balkada dieses Sumpfkraut. Kannst du das nicht selbst erledigen? Ich hab dir doch gesagt, sie ist als. Na, wenn. Aus. Der Schläfer. Okay, also dieser Kane hat eine wirklich scheiß Stimme. Oder scheiß Computerstimme, die ist ja wirklich richtig. Grantig, schlecht. Sie durch Gebet und wir müssen für ihn das den Schläfer auf spiritueller an Balkada übergeben. Einer, so. Hoppla, falsch. Moment. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Sektler. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Das war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Allerdings nur dann, wenn du einer von uns wirst. Das ist doch schon lange. So, ich pack mal eben die Magie zur weg. Gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in. Hey, du! Genau, so ist gut. Dann guck der ich mal, Glaube wie viel Mana wir haben. Gewachsen. Hey, du! Wir haben schon 30 Mana, das ist gut. Ich will mich eurem Lager anschließen, Meister. Du willst einer unserer Brüder werden? Tritt näher, ich will dich genauer betrachten. Du scheinst nicht zu denjenigen zu gehören, deren Geist schwach ist. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Bedeutet dies, dass ich eure Zustimmung für meine Aufnahme in die Bruderschaft erhalten habe, Meister? Das hast du richtig verstanden. Super! Der Schläfer erschien vor langer Zeit und gab den Menschen eine Vision. Das war die ganze Nur Quest von Balon und voll anderer machten war sich das auf und gründeten die Bruderschaft. Ach ja. Balnamib. Der Schläfer führte Iberion und so, seine Getreuen. Hier ist Balkada. Hier ließen sie sich nie. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Sie arbeiteten ohne okay. Warte, Fremder. Du hast unseren Sumpfkrautsammlern einen Gefallen getan. Ich will mich um die Bruderschaft verdient machen. Du willst unserer Bruderschaft beitreten. Hast du denn schon mit Balorun gesprochen? Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Dann weißt du ja bereits, dass die Voraussetzung für deine Aufnahme die Zustimmung aller Gurus unserer Bruderschaft ist. Ja, Meister. Wie du siehst, bin ich auch ein Guru. Und da ich in dir den starken Wunsch verspüre, dafür musst du nur eine kleine Bitte von mir erfüllen. Was kann ich für dich tun, Meister? Ich wiederhole, nicht für mich, sondern für die Bruderschaft. Du weißt sicherlich schon, dass das Rauchen von Sumpfkraut eines der grundlegendsten Merkmale unseres Alltags ist. Leider kann diese wunderschöne Pflanze nicht überall gedeihen. Das Sumpfkraut, welches China und seine Gehilfen in der Nähe des Lagers züchten, kann unseren Bedarf nicht decken. Es gibt aber auch andere Sammlergruppen. Wo genau kann ich die Sammler finden? Das kann ich dir nicht genau sagen. Tja, es wird nicht einfach sein, sie zu finden. Ich weiß. Und wie soll ich die Sammler davon überzeugen, dass du mich schickst? Ganz einfach. Balorun sagte mir, dass du einen Rock unserer Bruderschaft besitzt. Wenn du ihn bei der Begegnung mit unseren Novizen trägst, werden sie dir vertrauen. Jetzt geh und komm erst dann wieder zu mir, wenn du die gesamte Ernte hast. Verstehe. Gut. Auch eine sehr interessante Quest, weil da muss man ein bisschen fast durch ganz Korinnes umherlaufen. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen. Weil sie genau das war eigentlich auch der Grund, geblendet war. Warum ich den der Schläfer führte Ring des Sonnenkreises geholt habe. Anhänger an diesen dann kann man sich diese Lauferei ein hier bisschen sie sich nieder. Abkürzen.
verkürzen, wie auch immer. Sie arbeitet ersparen. So. Hey, du. Jetzt kann man ihm davor noch berüchten. Ich habe dein Sumpfkraut überbracht. Und? Entschuldigung? Baal-Kadar sprach zu mir und gab mir einen Auftrag. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal, wie es da aussieht. Wir haben Sumpfkraut für Baal-Kadar, das magische Elixier. Dann haben wir von Baal-Orun nach seiner Zustimmung, das heißt, als wir vorhin mit ihm gesprochen hatten, noch ein Geschenk für Baal-Pervers erhalten. Das habe ich ja vorgeskippt gehabt, diesen Dialog, und zwar hier, diesen präparierten Traumruf. Wir haben ja schon versucht, mit Baal-Pervers zu sprechen, aber der redet nicht mit uns. Deshalb müssen wir ihm diesen Traumruf übergeben. Das werden wir jetzt auch machen. Aber vorher, wenn wir schon mal hier sind, macht das Ganze auch ein bisschen Sinn, werden wir den Ring des Wassers anziehen. Dann werden wir mit Garn sprechen. Das ist ein Jäger. Wo ist er denn? Der muss doch irgendwo hier rumgurken. Der kann uns nämlich das Jagen dann beibringen. Haben wir Gold? Ja, ein bisschen Gold haben wir. Hey! Wer bist du? Mein Name ist Garn. Ich bin meistens hier draußen. Warum schaust du so ernst? Du trägst unseren Aquamarin. Du gehörst zum Ring. Allerdings. Gut. Was ist deine Aufgabe bei... Ich halte für uns... Seit die... Gehen wir mal diese ganzen Standarddialoge durch. Schon etwas von den Vermittlungen? Natürlich, aber um ehrlich zu sein... Ziemlich... Ist ganz... Wenn dich dieser... Was muss ich über... Keine Ahnung. Am besten entweder... Jetzt. Ich will dich ja nicht zur... Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. In Rechts... Niemand geht... Aber wenn du krank bist... Findest du keine bessere Hilfe als Sagitta und ihre Heilkräuterküche? Du findest sie. Gut, jetzt kommt's. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Sicher doch, einem Bruder des Rings tue ich gerne diesen Gefallen. Gut. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. So. Mist. Das Zeug kostet ja richtig Kohle. Boah, Junge, Junge, Junge. Allein die zwei Sachen hier. 300 Goldmünzen. Haben wir überhaupt was dabei? Ein Lederbeutel? Was haben wir hier? Den machen wir mal auf. Das wird aber, glaube ich, nicht reichen. 200... Ach, Mist, ey. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, ne? Jetzt sind wir schon mal da und... können so einfache Dinge bei ihm nicht lernen. Nein. Das will ich nicht. Das da. Ein Mist wie weniger. Da waren wir ein bisschen zu spät. Garn, es reicht jetzt. Okay, dann soll er halt die Viecher platt machen. Ist mir jetzt auch egal. Aber ich verschwende jetzt hier keine... Keine Magie mehr. Moment, vielleicht... Ein Mist wie weniger. Komm, 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 komm. Komm. Alter, kannst du mal aufhören? Ein Mist wie weniger. Hat er den jetzt getötet? Ja, warte Mann. Warte mal. Was macht... Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Das Was hier. Kannst du mir... Komm da. Wenigstens die Klauen. So. Tiere gibt die Haltung deiner Klauen sind. Mist. Ja, mach, dass du weggehst. Komm. Bist mir auf den Sack, Mann. Ein Mist wie weniger. Ja, sag bloß. Aus der Entfernung. Wo läufst du denn hin? Was ist mit dir los, Junge? Was ist los? Hast du irgendwie Probleme oder so? Ich weiß gar nicht, was der hier macht. Also manchmal haben die...